freuen. Das war dein letzter Fehler. Ja! Da seid ihr ja wieder. Was sagt ihr da? Eine Art Vision? Ihr wart in einer anderen Welt und wurdet von einer euch unbekannten Frau angesprochen? Das ist, ich weiß nicht, so etwas ist noch nie aufgetreten. Ich werde es Merzul berichten müssen, denn ich habe keine Idee, was es zu bedeuten hat. Wartet jetzt bis Mitternacht. Dann wird Merzul hierher in die Sternwarte. Sobald ihr dann ein richtiges Mitglied seid, kann ich... Hallo, möchte... Aber gerne doch. Aber... So nicht. Wenn ich euch etwas...
der Magie. Erwartet mich um Mittag. Sehr gut, da seid ihr ja. Vamiria erzählte mir von eurem sonderbaren Erlebnis am Schrein. Nun, wenngleich ich mir nicht erklären kann, was... Nun denn, bevor wir beginnen... Das ist äußerst interessant. Nun, die Sterne stehen gut diese Nacht. Lasst uns einen Blick riskieren. Ich habe das Firmament über Jahrhunderte hinweg beobachtet. Es hat sich in den letzten Jahren verändert. Wir leben zweifelsohne in einem sehr unsicheren Zeitalter. Dinge nehmen ihren Lauf. Die Weltfäden verlieren an Stärke, was den Süden die Natur, die Landschaft, die Lebewesen dort verändern sich. Und auch das Firmament nimmt seltsame Formen an. Formen, die einen großen Umbruch bedeuten. Zu dem Zeitpunkt, als der Befreiungsschlag der Menschen gegen die Göttlichen, gegen die falschen Götter begann. Bevor ich damit fortfahre, euch zu erklären, wofür der Orden kämpft, möchte ich euch etwas fragen. Eine bemerkenswerte Einstellung. Sicherlich habt ihr dann noch nie etwas von der Vorherbestimmung des Telimaltat, des Schattengottes, gehört. Der Telimaltat ist das aus Schatten geborene Gegenstück zu jener Macht, welche die Menschen... Der gemeine Mann von der Straße glaubt an den Schöpfer sowie die sechs Götter. Daran ist erst einmal nichts Falsches, denn, das lasst euch gesagt sein, doch gleichzeitig werden sie verehrt. Und hier beginnt das Problem. Denn weder sind die Götter im tatsächlichen Wortsinn Götter. Was ich euch nun sage, ist die fundamentale Wahrheit, auf die sich der Orden stützt. Die Götter sind allesamt nicht mehr als besonders mächtige Magier. Auch doch das allein gibt ihnen nicht das Recht, über die Menschen zu herrschen. Meint ihr nicht auch? Es ist eine ungerechte... Der Orden kämpft dafür, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende findet. Und genau das wollen wir. Und dazu müssen wir versuchen, Narazul Arantheal, den Mann auf dem Schrein, wiederzufinden. Denn er kann es schaffen, zum Schattengott zu werden. Merkt euch das. Nur der Telimaltat, der Schattengott, hat die Macht, den Orden zum Sieg zu führen. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr mich gerne fragen. Sanktümer sind sehr wichtig für die magische Stabilität unserer Welt. Als ich den Orden gründete, erbaute ich auch dieses Sanktum, sowie ein weiteres im Westen des Tales. Die Eterna sind ein magisch begabtes Volk, das hier in Nerim lebt. Meist werden sie unterdrückt und verachtet, denn im Gegensatz zu den Menschen können sämtliche Eterna Magie wirken. Und das macht sie...
Den Eterna werden Verbrechen angehängt, die sie nicht begangen haben. Und ihnen werden aber beleidigt sie niemals. Denn sie sind trotz allem ein stolzes Volk. Sobald Narazul Arantheal, unser Anführer und selbst... Ihr könnt einen Eterna an den langen Ohren und den glänzenden Augen erkennen. Zusammen mit mir und Narazul Arantheal wollten wir der Herrschaft der Lichtgeborenen ein Ende setzen. Doch wir waren naiv und kamen nicht weit. Unser Führer Arantheal, schon bald wurde er der Kanzler über Nerim, verleibte sich das Nordreich ein und begann den Orden und mich, seinen früheren Weg. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste dürfte aber sein, dass wir hier im Sanktum Magie nutzen. Magie gibt dem Ausführenden Macht, die an. Er ist ein sehr mächtiger Magier. Und deshalb können wir ihn nicht einfach entmachten, um selbst freie Bahn zu haben. In einem Teil des Südreiches hat sich vor kurzem eine magische Instabilität entladen. Genaueres wissen wir leider nicht. Das ganze Südreich ist vom Tempel abgeriegelt. Und das wird. So lautet der Name der großen Nordstadt. Sie ist der Sitz von Taranor, eben jenem Manne, der dem Kanzler Baratheon. Seitdem steht die Stadt unter Belagerung und das gesamte Reich ist verwüstet. Wir. In Erotin residiert der Kanzler Baratheon. Es ist die größte und prächtigste Stadt Nerims. Ihr könnt sie vom Sanktum aus erreichen, indem. Nun wisst ihr alles. Ich ziehe mich jetzt zurück in mein Arbeitszimmer. Ihr könnt dabei helfen, die Begabten zu finden, die nicht in der Schattenrufmine erschienen sind. Das Treffen dort war ein Desaster. Aber wir können es uns nicht leisten, nicht mehr als... Der Magie. Ja, da habe ich etwas für euch. Gestern kam ein Mann hierher, ziemlich... Und natürlich liegt uns daran, ihm bei seinen Problemen zu helfen. Wir haben ein Abkommen mit ihm, das uns verpflichtet, ihm bei so etwas zu helfen. Trotzdem ist sein Problem keines, für das wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen würden, denn wir haben momentan größere Sorgen. Dessen werdet ihr euch also annehmen. Bestimmt ist es nur irgendeine normale Krankheit, die gerade umgeht und in ein... Ah, ihr müsst der Neue sein. Merzul sagte, ihr würdet euch um die Begabten kümmern, die unsere... Exakt. Manche haben den Brief zwar bekommen, ihn aber anscheinend nicht ernst genug genommen. Auch wenn es im Nachhinein betrachtet ihr Glück gewesen ist. Der erste Fall ist hier ganz in der Nähe, in Sildren, einem kleinen Arbeiterdorf. Die meisten... Der Name dieses Begabten ist Kim. Relativ talentiert, wie wir gehört haben. Könnte allerdings ein Sklave sein, was die Sache verkomplizieren würde. Trotzdem, findet ihn und ihr solltet versuchen, Kim hierher zu bringen, ohne die Hilfe unserer Streitkräfte. Und glaubt nicht, dass es ein einfacher Auftrag ist, nur weil ich ihn einem Frischling wie euch überlasse. Das tue ich ungern. Passt auf euch auf! Seid ihr gekommen, um euch... Ja, bitte, was...
dieses Nordreich. Da gibt man... Wer seid ihr? In diese Gegend verschlägt es nur selten Fremde. Ein Brief? Also, der Brief. Stammt er etwa von euch? Also eigentlich darf ich gar nicht mit Fremden reden. Aber was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ins Sanktum? Ich habe davon gehört. Da soll ich hin? War es etwa das? Ein Sklave eben. Mehr nicht. So ist es mir bestimmt worden. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe oft darüber nachgedacht, wie es wäre, von hier wegzugehen. Irgendwohin. Das wird nicht klappen. Sklaven sind in Kriegszeiten Luxusgüter. Ich bleibe hier und warte. Aber bleib bitte nicht zu lange weg. Was wollt ihr, Fremd? Ihr wollt mir einen Sklaven abkaufen, ja? Ihr amüsiert mich, Fremder. Warum verdammt nochmal wendet ihr so viel Mühe für ein... Der Schöpfer hat sie geschaffen, damit sie mir untertan sind. Genauso wie er mich erschaffen hat, weil er einen Sinn für... Aber wenn euch an diesem einen Sklaven so viel liegt... Was sagt er? Will er? Ihr braucht nicht erst zu suchen. Ihr findet in dieser Zeit keinen Sklaven, den ihr kaufen könntet. Ich wollte sagen, ihr könntet euch eintauschen gegen mich. Dann würden sie euch in die Festung oberhalb des Dorfes bringen. Dort könnte ich euch rausholen. Ich kenne einen Schleichweg in die Festung. Es mag einen guten Grund geben, warum ihr dieses Risiko meinetwegen auf euch nehmen wollt. Wegen eines Sklaven. Na, seid ihr immer noch so scharf auf unser Kem? Aber gut, wie ihr wollt. Kim kommt frei. Hey, ihr zwei da hinten, erledigt das. Es wird auch gar nicht wehtun. So, da sind wir. Wir werden dich jetzt auf dein Sklavenleben gebührend vorbereiten. Wenn wir mit dir fertig sind, bekommt das Wort Gehorsamkeit für dich eine ganz neue Bedeutung. Genau, dann wirst du winseln. Halt die Klappe. Wir verstehen übrigens unser Handwerk, auch wenn man es dieser Dumpfbirne da nicht ansieht. Du wirst nicht sterben. Wir brauchen dich ja noch für die Arbeit. Vor der Arbeit kommt das Vergnügen. Sei ruhig, verdammt nochmal. Wir wissen, welche Wunden die größten Schmerzen verursachen, ohne dabei zu töten. Ich meine, wer zum Teufel braucht denn schon Ohrläppchen oder Fingernägel? Oder was anderes. Gewissen Menschen hätte der Schöpfer keine Zunge geben dürfen. Apropos, ach nein, die muss bei dir leider drin bleiben. Befehl vom Boss. Aber fangen wir an. Ja, fangen wir endlich an. Sag noch ein Wort. Was zum Henker?
Wir haben's geschafft. Jetzt können wir durch den Schleichweg aus der Festung fliehen. Zuerst holen wir deine Sachen. Zuerst holen wir...